meiner heutigen Sendung, zu der ich Sie sehr herzlich begrüße. Drei außergewöhnliche Paare, Mutter und Tochter, beide Schauspielerinnen, Diana und ihre Tochter Lara Joy Körner. Ich freue mich auf den CDU-Bundestagsabgeordneten Thomas Strobel, der gemeinsam mit seiner Frau Christine hier ist. Sie ist die Tochter von Wolfgang Schäuble und sie hat das Attentat auf ihren Vater vor knapp 12 Jahren aus nächster Nähe miterlebt. Und gleich zu Beginn auch ein Paar, das Fernsehgeschichte gemacht hat, und zwar in der Verbrechensbekämpfung. Sabine und Eduard Zimmermann. Guten Abend. Ich kann fast noch gute Besserung wünschen. Danke. Guten Abend. Bitte, nehmen Sie Platz. Also das sieht unangenehm aus, vorneweg. Es war unangenehm, ein bisschen zu viel Sport, aber es wird wieder. Und Kreuzband oder? Ja, richtig. Langwierige Sache, halten Sie durch mit der Reha, ist ganz wichtig. Ich weiß. Ich möchte Ihnen beiden zu Beginn was ganz ehrlich sagen, Herr Zimmermann, besonders Ihnen. Ich habe mich immer wahnsinnig gefürchtet vor Ihrer Sendung. Ich habe richtig Angst gehabt vor XY ungelöst. Ist das etwas, was Sie häufiger hören? Das habe ich gelegentlich gehört und ich höre es heute auch gelegentlich auch noch, selbstverständlich. Und kann dazu nur sagen, also Angst hat ja auch eine sehr gute pädagogische Wirkung. Man wird vorsichtig. Und insofern ist es vielleicht ein Ausgleich. Gut, aber Sie wollten jetzt nicht Angst machen damit, sondern nein, Sie wollten zeigen, wie es ist. Ja, na, selbstverständlich. Im Grunde genommen, wir müssen mit der Realität leben und wir dürfen uns keine Wunschbilder machen, die nachher die irreal sind. Sind Sie eigentlich der Erfinder des Reality-TV? Kann man insofern sagen? Ja, das ist gelegentlich so gesagt worden und dann später natürlich unter diesem Begriff auch Formate entstanden, die nun nicht mehr meine, wo ich also nicht mehr meine Vaterschaft reklamieren möchte. Ja. So lebt man halt mit dem, was die Leute so sagen. Der Begriff in seiner Jungfräulichkeit, den würden Sie akzeptieren. Ja. Als Aktenzeichen XY anfing in den 60er Jahren, da waren Sie im Teenageralter. Haben Sie das gesehen damals? Also haben Sie gesagt, ich will unbedingt gucken, was da passiert? Oder haben Sie auch dieses Gefühl von so ein bisschen Schiss wie ich gehabt? Nein, also erstens bin ich damit aufgewachsen. Das heißt, man guckt sich natürlich das an, was die Eltern oder der Vater macht. Ich erinnere mich aber sehr wohl daran, dass als die ersten Sendungen aus Wiesbaden kamen, wir wohnten ja in Mainz, bin ich dann anschließend, und die Eltern waren halt im Studio und ich zu Hause. Und wenn ich dann vergessen hatte, die Türen zum Garten zuzumachen, dann bin ich also mit dem Küchenmesser oder mit einer großen Flasche Mineralwasser durchs Haus gegangen. Und ich erinnere mich, wir hatten so eine Tür, da war so ein kleines Fenster noch drin und draußen war es halt dann schon dunkel und ich hatte also echt Schiss. Und dann habe ich immer weggeguckt und habe ganz schnell zugeschlossen, weil ich immer dachte, oh Gott, durch dieses Fenster guckt jetzt gerade jemand rein. Das mit dem Küchenmesser würde ich verstehen. Warum Mineralwasser, wenn ich fragen darf? Ich weiß nicht. Ich glaube, ich hatte eigentlich Schiss, mit dem Messer oben zu gehen. Und mit einer Flasche kann man ja auch ordentlich zuhauen. Ach so, zuschlagen. Ja, okay. Ja, also das hätte auch eine Bierflasche. Das hätte eine Bierflasche auch sein können. In dem Alter noch mehr Ab Mineralwasser. Wann würden Sie sagen, dürfen Kinder das gucken? Ich glaube, zunächst einmal, ab wann sie es verstehen, dass sie also keine fremden Bilder daraus für sich machen. Und das ist sicherlich unterschiedlich und ja, das ist eigentlich... Eigentlich ist das der entscheidende Punkt. Als der Vater damit anfing, und das hat ja einen großen, auch öffentlichen Wirbel seinerzeit verursacht. Im Übrigen, wir können uns gerade mal die erste Sendung nicht ganz angucken, sondern diese erste Anmoderation, damit wir uns nochmal zurückversetzen in die schwarz-weiße Zeit. Den Bildschirm als aktives Instrument zur Verbrechensbekämpfung einzusetzen, das, meine Damen und Herren, ist der Sinn unserer neuen Sendereihe Aktenzeichen XY ungelöst, die ich Ihnen heute vorstellen möchte. Die Kriminalität wächst. Sie wächst dreimal so schnell wie unsere Bevölkerung. Im vergangenen Jahr sind, ohne Verkehrsübertretungen, nahezu 2 Millionen Straftaten registriert worden. Das war 1967, ne? Ja. Also auch schon eine ganz schöne Zeit her. Als der Papa damals diese Sendung anfing, war das cool oder war es eher peinlich, dass er der Ganoven-Ede war? Nein, es war cool. Ja? Ja, war okay. Ich fand das in Ordnung. Aber für mich ist, wenn ich das heute sehe, das ist natürlich sehr schlimm. Da war ich Warum also, schlimm? Da war ich 35 Jahre jünger, aber um 30 Kilo schwerer. Ja. Und um das abzubringen, das hat auch eine Menge Energie gekostet. Das kann man wohl sagen. In der Erziehung, also
wie sie aufgewachsen sind, sie und ihre Schwester gemeinsam sozusagen unter den Fittichen des Verbrechensbekämpfers. Hat das, was Sie in der Sendung gemacht haben, auch Einfluss gehabt auf Ihre Art und Weise der Erziehung? Also sind die Töchter besonders behütet, besonders bewacht, besonders vorsichtig, besonders beschützt aufgewachsen? Also ich glaube nicht, aber an sich müsste Sie die Frage beantworten. Das kann ich besser beantworten. Was hatten Sie denn für ein Gefühl oder was sagen Sie heute? Nein, also wir sind einfach ein bisschen wachsamer erzogen worden. Ich hatte, und ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich es jetzt besonders verboten bekommen habe, aber wir wohnten ja etwas auf dem Lande und die Schule war in der Stadt. Wir kamen gar nicht in die Versuchung zu trampen. Ich kann mich heute nicht daran erinnern, dass er jetzt mir das also oktroyiert hätte und gesagt, du darfst nicht oder es ist gefährlich. Ich habe es eben einfach nicht getan. Ob das jetzt, ich denke mal, es hatte was mit der Erziehung zu tun. Aber ansonsten sind wir einfach nur etwas aufmerksamer erzogen worden. Aber jetzt nicht mit dem Gefühl der Angst oder jetzt ängstlich zu sein. Mhm. Nein. Also es war schon irgendwie zu trennen, dass das eine eben ein Beruf ist, eine Profession und das andere ein normales Familienleben. Aber sie hat natürlich sicherlich auch durch die Nähe einfach einiges mitbekommen. Sie hat natürlich auch die Sendungen geschaut und wir hatten ja relativ viele Anhalterfälle, wo also Mädchen per Anhalter zu Schaden oder zu Tode gekommen sind. Und ich denke, das hat schon also auch ein bisschen eine Wirkung getan, ohne dass man da als Vater groß hinterher sein musste. Herr Zimmermann, als Sie Ihre Gattin Rosemarie geheiratet haben. Rosemarie. Oh, Entschuldigung. Okay, streiche ein E. Das können wir beim Glücksrad abgeben. Die suchen manchmal eins. Also, Rosemarie 1960 geheiratet haben. Da haben Sie nicht nur Ihre Frau geheiratet, sondern zwei Töchter gleich mit. Ja. Sabine waren damals wie alt? Sieben. Mhm. Und Heike war ein bisschen älter. 17. Das heißt, für Sie die Situation, ungefähr, ich heirate eine Familie, unüblich, 1960, muss man sich vorstellen, aber ein bisschen eine andere Zeit. Ja gut, ich habe immer für einfache Lösungen gestürmt. Ich habe die Kinder gleich geheiratet. Ja. Als Sie aus dem gröbsten Windelalter schon raus waren. Konnte ich mir einige sparen. Ja. Aber es war schon ein Thema. Also sicher. Nein, aber ich bin als Kind auch zumindest streckenweise auch erzogen worden in einer Familie, wo ich auch praktisch geheiratet worden bin. Nicht von den leiblichen Eltern. Und insofern hatte ich da keine allzu großen Ängste. Wie ist er vorgestellt worden? Hat Ihre Mutter dann irgendwann gesagt, das ist der neue Papa? Oder wie macht man das? Das ist ja eine ganz schwierige Situation, wenn man sagt, man will das Leben miteinander verbringen, aber zu diesem Leben gehören eben zwei andere Menschen noch dazu. Ach, das hat die Mutti eigentlich ganz geschickt gemacht. Sie war nämlich eigentlich, sie war einfach schlichtweg glücklich. Mhm. Und wenn unsere Mutter glücklich war, dann war das für uns auch okay. Also ich glaube auch bei meiner Schwester, bei Heike, gab es keine Diskussion und bei mir auch nicht. Die Hauptsache, die Mutter war zufrieden und nun haben wir den Vater auch genommen. Ja, bei mir, dass ich gut war, davon war keine Rede. Das war ja damals noch nicht. Die Geschichte, dass man also eine Frau liebt und heiratet, das ist das eine. Aber können Sie sich, Herr Zimmermann, an den Moment erinnern, wo Sie auch Vater waren, also wo Sie für die beiden Mädels der Papa waren und sowas wie väterliche Liebe empfunden haben, obwohl Sie gar nicht der Vater waren und sind? Ja, ich bin in diese Rolle hineingewachsen. Und es gab sicherlich manchmal Schwierigkeiten, an die ich mich gar nicht mehr erinnere und so weiter. Aber letztendlich sind wir ganz gut zusammengewachsen und es hat ja gehalten auf eine Weise, wie es heute gar nicht mehr so verbreitet ist. Wir sind also jetzt über 40 Jahre verheiratet und haben unser Leben einigermaßen geordnet gemeistert. Haben Sie eine Erinnerung an das erste Treffen mit ihm? So eine kindliche Erinnerung? Hat er irgendwie versucht, Sie besonders cool zu kriegen oder so? Ja. Also er kann heute nicht mehr mit mir schimpfen, dass ich rauche, weil er sich hat versucht einzuschmeicheln mit einer Zigarette und wahrscheinlich hat er mich einfach noch nicht ernst genommen und hat mir dann irgendwie mal, als er zum Frühstück war, so ganz cool, hier magst du eine Zigarette und hat überhaupt nicht damit gerechnet, dass ich einfach gesagt habe, ja, damit war ich noch keine Raucherin, halt sieben, aber... Sieben Jahre alt, ja? Sieben Jahre. Ja. Da haben Sie vielleicht einfach ein bisschen auch, den Coolen gemacht und haben... Vielleicht hat er auch gehofft, dass mir also ewig und drei Tage schlecht würde. Es wurde mir aber nicht schlecht, oder ich habe es zumindest vergessen und habe dann später wieder angefangen zu rauchen. Und heute habe ich ihm das Argument
Moment genommen. Ja. Er kann jetzt können Sie ihm ewig vorhalten, ganz genau. Naja, dabei habe ich das also gar nicht etwa aus pädagogischen Gründen gemacht, sondern einfach als Gag. Ja. Und aber so wird man oft mit einem Gag einfach an einem Gag festgenagelt. Und langfristig schuldig. Ja. Ja? Langfristig schuldig sozusagen. Die öffentliche Rolle des Vaters hat nie für Sie irgendwas Negatives gehabt, sodass man gesagt hat, ach, ich hätte lieber das sozusagen in Ruhe alles gehabt. Also der Vater als Fernsehstar ja. Nein, auch. Also in der Schulzeit als Jugendlicher eigentlich gar nicht. Und dann ist es mir später vielleicht hin und wieder mal gegangen, wenn man also als Heranwachsender dann zu seine ersten politischen Diskussionen führt, dann wurde ich schon manches Mal abgestempelt und hat gesagt, naja, also das ist ja nicht deine Meinung, du redest wie dein Vater und du musst ja so. Und das hat mich dann gelegentlich schon geärgert, hat mich aber eigentlich nur angestachelt, eine eigene Meinung zu finden. Gelitten drunter habe ich nicht, nö, hat mich eher stärker gemacht. Ich meine auch in konkreten Situationen, denken wir an Deutschland in den 70er Jahren, Ihr Vater stand auf der Todesliste der RAF, der Rote Armee-Fraktion und war sehr konkret von Terroristen bedroht. Wie konkret, weiß man glücklicherweise nicht, aber er stand eben auf dieser Liste. Hat das nicht Einfluss gehabt auf das Familienleben in dieser Zeit? Das haben die Eltern sehr geschickt von uns Kindern ferngehalten. Also wir fanden das eigentlich zu dem Zeitpunkt nur ganz spannend. Auch als er mal bewacht wurde, war das also für uns. Ich stand immer am Fenster und habe dann geguckt, wenn der Polizeiwagen kam. Das fand ich nur spannend. Also welche Ernsthaftigkeit oder welche Sorgen der Eltern tatsächlich dahinter standen, das habe ich zu dem Zeitpunkt gar nicht realisiert. Und ich denke mal, das war auch ganz gut, weil ich dadurch eben auch ohne die Angst aufgewachsen bin. Die haben sie also bei sich behalten. War das für Sie die schlimmste Zeit, als diese persönliche Bedrohung da war und Sie teilweise mit Polizeischutz ins Büro mussten? Ja, das war vor allen Dingen lästig. Das war lästig, wenn man also für 300 Meter ins Büro hatte ich da einen Wagen von der Polizeistation, aber nicht etwa von unserem Wohnort, sondern vom Nachbarort, weil da die Polizei war. Das heißt, Sie mussten anrufen und dann dort einsteigen, dorthin fahren. Die Kinder, Nachbarkinder haben sich alle gefeixt. Ja. Und dann, dass man dann darüber ins Büro dann wieder, und wenn ich dann zum Mittagessen wollte, dasselbe Retour. Und das ist halt sehr lästig. Aber eine konkrete Angst haben Sie nicht empfunden? Nein, wissen Sie, wenn man mit den Dingen professionell umgeht, dann hat man dazu eigentlich gar keinen Grund. Wir sind ja natürlich, ich bin ja natürlich auch eingebunden gewesen in das Informationssystem, sodass man sich ein Bild machen konnte, wie ernst das ist und wie weit die sind und so weiter. Und so, dass man das alles im Griff hatte. Das ist so die professionelle Antwort. Das ist ja auch klar, dass Sie da jetzt keinen Heckmeck drum machen wollen. Aber in einer konkreten Situation, abends zu Hause sitzen alleine, nicht wissen, was vor dem Haus passiert, sozusagen, hat es doch sicherlich auch mal ein Ich hatte ja eine wunderbare Schutztruppe zu Hause. Drei Frauen. Ja. Ja. Vier Frauen. Vier. Sie, ihre Schwester, meine Frau und unsere Hündin. Ja. Also das war also da. Besser ging es nicht. In Bayern sagt man, da fehlt sie nichts. Ja. Als Sie dann den Einstieg gemacht haben ins Berufsleben, haben Sie eine Fotografenlehre gemacht. Da könnte man ja denken, Mensch, weite Welt, Karibik, Strände, die schönsten Männer und Frauen der Welt abfotografieren. Mhm. Zumindest aber doch Otto-Katalog oder so. Mhm. Aber nein, bei Ihnen ganz anders. Sie werden Polizeifotografin. Kommt das von der elterlichen Prägung? Nein, es hat eigentlich einen kleinen anderen Umweg. Ich war erst in der Werbung, im Übrigen hier in Hamburg. Mhm. Und das hat mir auch sehr gut gefallen. Dann bin ich, weil mir München gut gefiel, dann bin ich in München zu einer Werbeagentur. Und die hat, wie das halt manchmal so ist, die hat dann zugemacht und ich suchte einen Job. Und dann habe ich eine Anzeige gelesen, dass die Polizei einen Fotografen sucht, bitte nur männliche Bewerber. Und dann, da ich nicht wusste, was sie damit meinen, habe ich gesagt, da sprattel ich jetzt einfach mal hin. Aber das ist doch eine eindeutige Formulierung eigentlich, oder? Ja, ich habe jetzt einfach mal so getan, als würde ich es nicht so richtig verstehen und bin dann da hingegangen und zum Verwaltungsamt der Polizei, die für die Einstellung zuständig waren. Und habe ihn gefragt, warum denn eigentlich nur männliche Bewerber, ja, Leichen und alleine und nachts raus und so. Und dann habe ich ihm gesagt, ach, wissen Sie, ich habe schon so viele Leichen gesehen, das macht mir gar nichts, weil ich schon mal so ein freies soziales Jahr gemacht hatte. Ich hatte bis dato noch keine einzige Leiche gesehen. Aha. Naja, und dann habe ich den, reden konnte ich wohl damals schon, dann habe ich den armen Kerl so zugeredet, dass er mich, glaube ich, nur eingestellt hat, um mich wieder los zu sein. Und somit wurde ich Polizeifotografin. Aber dann richtig Tatortfotografin, richtig die extremen Situationen, und das sind nicht immer nur die schönen Bilder. Nein, ganz und gar nicht. Nein, aber es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich wollte eigentlich nur mal ein Jahr
um in Ruhe dann wieder einen Fotografenjob in der Werbung, in der etwas schöneren Fotografie zu bekommen. Und dann war ich am Münchner Polizeipräsidium und es war die erste Zeit war eine sehr harte Zeit, das erste Jahr, und dann bin ich aber 7 Jahre geblieben. Mhm. Das ist ein Zeichen dafür, dass es war unglaublich interessant, es hat mich sehr viel weitergebracht. Es war eine tolle Zusammenarbeit mit vorwiegend männlichen Kollegen. Und und so sind unsere Berufe eigentlich wieder ein bisschen zusammengekommen. Ich habe in einer Information, ich glaube in einem Pressartikel gelesen, dass Sie, wenn es um Kinderleichen ging oder um Kinder, die zu fotografieren waren, dass Sie dann vorgeschickt worden sind, weil Sie selbst keine Kinder haben. Ja. Und praktisch ihre männlichen Kollegen, die dann emotional noch belasteter wären, da entlastet haben. Ist das so? Das ist richtig. Eigentlich war das auch für mich eine ganz tolle Erkenntnis, dass nämlich Kollegen, die das also so Mordabteilungen und so weiter, die also schon seit Jahren mit Mord und Totschlag umgehen, aber bei bestimmten Delikten und vorwiegend natürlich auch bei Kindern, also nicht abgestumpft sind, sondern sehr wohl da noch empfinden. Und dann habe ich mich eigentlich freiwillig gemeldet und die Obduktionen und die Verletzungen dann übernommen. Denn wenn ich abends nach Hause gegangen bin, dann konnte ich mir ein Bier einschenken und konnte abschalten. Und wenn Kollegen nach Hause kommen und ihre eigenen Kinder sehen und sich dann nochmal vor Augen halten, was sie tagsüber gerade gearbeitet haben, dann war das für die sehr viel schlimmer. Und deshalb habe ich gesagt, lasst mich das machen. Große Entlastung sicherlich auch für die Kollegen. Nun haben Sie sich dann irgendwann entschieden, gemeinsam zu arbeiten, auch zusammen vor der Kamera zu arbeiten. Lange Jahre, 10 glaube ich insgesamt, in der ZDF-Sendung. Ihren ersten Auftritt haben wir natürlich auch nochmal vorbereitet. Und hören Sie bitte auf Eduards Stimme, der ganze Vaterstolz spricht mit. Die Arbeit hier im Studio wollen wir auch etwas neu verteilen. Und deshalb neben Irene Kamprecher, die wie immer die Hinweise im Aufnahmestudio sichtet, eine weitere Assistenz in der Person von Sabine. Familiennamen kann ich mir sparen, sie ist nämlich meine Tochter. Guten Abend. Ja, das war so richtig, ne? Meine Tochter. Jetzt lächeln Sie beide. Ja, man muss immer für klare Erklärungen sein. Ja, ganz klar. Also es war alles ausgesprochen. Jetzt lächeln beide und sind voller Freude. Ich stelle mir aber vor, wenn man familiär gebunden ist und dann eben auch beruflich noch, dass das eine Situation ist, die nicht frei bleibt von Stress, wo es auch Ärger gibt. Konnten Sie leidenschaftlich streiten auch? Ja, ich denke schon. Nicht? Meistens war ich der Unterlegene, natürlich, würde ich denken. Also wir hatten schon unsere harten Kämpfe. Also sagen wir mal, es war dann genauso umgekehrt. Also ich war seine Assistentin und saß in seinem Vorzimmer und wir haben außer über unsere Arbeit privat überhaupt nicht miteinander geredet. Also, Entschuldigung. So war es dann auch mal, was aber auch ganz heilsam war. Und ich habe meinen Vater dann, weil ich merkte, also es ging so nicht weiter und ich bildete mir ein, er solle den ersten Schritt machen, aber ich habe ihn dann gemacht. Und dann habe ich gesagt, lass uns nicht im Büro reden, lass uns nicht zu Hause reden, sondern lass uns in eine Kneipe gehen. Und dann sind wir an einem Samstagmorgen in eine relativ leere Kneipe gegangen und da haben wir uns ein paar Bier bestellt und dabei geredet und dann war es wieder okay. Das klingt aber nach Großreiner machen und das hat ja auch seinen Sinn. Ja, absolut. Ging es dann um Berufliches oder um Privates mehr? Es hat sich vermischt. Es hat sich, ja. Es muss dann einfach mal geklärt werden. Ja. Nicht, dass der Eindruck entsteht, ein Bier würde alle Probleme lösen, aber manchmal kann es helfen, die Situation entstehen zu lassen. Das Gespräch war schon noch wichtiger. Ja, na ganz klar. Dieses ganze, ich nenne das jetzt mal Sicherheitsunternehmen, Zimmermann, was es gibt, Ihre Mutter spielt ja auch eine gewisse Rolle, einfach weil sie ewig die gute Seele war, oder ist das eine Rolle, die ich falsch beschreibe? Sie war viele Jahre auch unsere Geschäftsführerin und das ist schon ein Verbund, ja. Mhm. Und Sie haben einfach immer zusammengearbeitet. Sie haben auch nach dem Tod Ihrer Schwester, die vor mittlerweile schon eine Reihe von Jahren gestorben ist, einen sehr guten Familienzusammenhalt, auch mit Ihrem Schwager sicherlich noch, ein sehr enges Verhältnis. Ja, das ist schön so. Seit 1997, nach 300 Sendungen und nach so und so viel ungelösten, Tausenden von gelösten Fällen, muss man ja sagen, haben Sie gesagt, ich mache das nicht mehr, ich höre auf damit. Und trotzdem haben Sie sich ja nicht zurückgezogen. Sie haben jetzt eine eigene Website. Ja. Ist das ein, wie soll ich sagen, nettes Miteinander, der Eduard Zimmermann und die Website, oder sind das noch Kämpfe, die Sie mit dem Computer kämpfen? Ja, also das ist ein extra Punkt. Das ist ein extra Punkt. Also zunächst einmal ist es wahnsinnig wichtig, dass es diese Website, Sicherheitsportal nennen wir es ja, gibt, weil dort wirklich ein ganz wichtiger Punkt den Leuten auch geboten wird, eine wichtige Informationen geboten werden. Aber Sie haben recht, also ich hatte von Computern überhaupt keine Ahnung. Und
habe mich also in der ersten Zeit sicherlich sehr schwer getan. Jetzt bin ich so noch kein fortgeschrittener Schüler, aber doch immerhin so ein Ende-Einstieg ungefähr. Sie können an- und ausmachen. Ich kann nicht nur das, sondern ich kann also auch E-Mails schicken und so weiter und so fort. Ja, das ist aber, doch schon fortgeschritten. Ich brauche auch immer mal wieder den Lehrer zur Hilfe und sage, wenn es gar nicht mehr weitergeht und so, das ist es. Und dieser Kampf, der ist so teuflisch und hinterhältig, dieser Bursche mit mir führt, und ich habe oft das Gefühl, dass da einer drin sitzt und sich grinst, wenn ich mich also da, wenn ich mir die Haare aufreiße, und das so er es mit mir treibt. Aber so allmählich kriege ich dann schon auch gelegentlich mal wieder Oberhand. Und ich habe mich jetzt auch, und das hat er vielleicht auch gemerkt und ist ein bisschen vorsichtiger geworden, ich habe auch angefangen, diese Materialien, diese Kämpfe zu sammeln. Vielleicht wird daraus irgendwie so mal so eine Art Wehrmachtsbericht über diese Schlacht, die ich da schlage. Schauen wir mal ab. Aber wie gesagt, und dieses Sicherheitsportal hat eine sehr wichtige Funktion, und es ist auch so von den Leuten angenommen, und wir erfüllen da, glaube ich, eine sehr, sehr gute Aufgabe. Ja, bitte. Liebe Sabine, lieber Eduard Zimmermann, herzlichen Dank für das Gespräch und danke für den Besuch in meiner Sendung. Vielen Dank. Danke.